keine Vermittlung. Hm, das scheint eine direkte Leitung zu sein. Nur wohin? Das probieren wir gleich aus. Ja. Hier ist Mickys Privatsekretärin. Mit wem spreche ich bitte? Legen Sie auf, Schwester. Wenn Sie nicht wissen, wer ich bin, haben wir auch nichts zu besprechen. Hm, ich war viel zu schlecht vorbereitet. Das ist bestimmt Mickys Draht zur Mafia. Oder einem Kontaktmann. Auch Gangster haben Papierkram zu erledigen. Oh Mann, er hat echt kein Händchen für Sportwetten. Und noch weniger für Kredite. Die Steuerbehörde sitzt ihm ganz schön im Nacken. Vielleicht bekommt Mickey ja Joes alte Zelle. Ich wette, das ist nicht dazu da, um andere vor seinen Niesattacken zu schützen. Mickey denkt immer zuerst an sich selbst. Vielleicht hat er Angst, sich eine Erkältung einzufangen. Man kann es in ein Bett verwandeln. Früher hat Mickey hier junge Mädchen vernascht. Jetzt schläft er nur noch unruhig und wartet auf seinen Tod. Seit dem Goldrausch gibt es in diesem Schuppen schon mehr Jungfrauen. Dann wollen wir hier mal raus. Wir haben hier nichts mehr. Ich bringe dich raus. Und dann wollen wir mal. So lonely, so empty. Ich brauche deine Hilfe. Wir haben ein Negativ gekriegt. Kannst du dieses Negativ für mich entwickeln? Wir können hier nicht reden. Triff mich gleich hinten. Kannst du dieses Negativ für mich entwickeln? Kein Problem, ich kann das zu Hause erledigen. Okay. Ich komme dann einfach später wieder. Hier ist das Foto. Was ist auf dem Foto drauf? Der Priester ist in der Mitte zu sehen. Er führt eine Trauung durch. Er verheiratet zwei Typen. Matty und Sutter. Ich kann gar nicht glauben, dass die mich nicht zur Hochzeit eingeladen haben. Das Foto habe ich gemacht, weißt du? Mickey hat es mir abgenommen, um den Prediger zu erpressen. Wie bist du da rangekommen? Hab's Mickey geklaut. Echt? Naja, das sind meine Freunde, die da auf dem Bild heiraten. Ich will, dass sie das Bild kriegen. Das ist toll, Christine. Gib ihnen auch das Negativ, ja? Klar. Kannst mir vertrauen. Also, ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal jemanden pressen. Das wird definitiv ein R sein. Hallo, mein lieber Freund Pfarrer. Ich habe ein paar sehr gute Argumente. Kommt Ihnen bekannt vor? Was wollen Sie? Sie arbeiten auf Alcatraz, richtig? Lassen Sie uns reden, mein Kind. Hier entlang. Ich weiß, was Sie getan haben. Ich habe das Foto. Das kostet Sie Ihren schicken weißen Kragen. Es war alles nur aus Liebe. Gott liebt alle Menschen. Ich dachte gerade, Sie wären da lockerer. Sie mussten doch auch kämpfen um Joe. Hören Sie, ich verwende das ja nur ungern gegen Sie. Aber wenn Sie das Negativ haben wollen, Sie müssen mir helfen, mit Joe in Kontakt zu bleiben. Ich fürchte, ich habe keine andere Wahl. Lassen Sie mich wissen, was ich tun kann. Los geht's. Jetzt wechseln wir mal kurz zu Joe.
Was Vögel angeht, bin ich ein Genie. Sie haben sie mir alle weggenommen. Mein Buch über Vogelkrankheiten hat sich 12.000 Mal verkauft. Der hat ich ein Buch. Ich selbst habe es nie gesehen. Nicht gedruckt. Was Vögel angeht, bin das ich ein Genie. Das ist traurig. Sie haben sie mir alle weggenommen. Mein Buch über Vogelkrankheiten hat sich 12.000 Mal verkauft. Ich selbst habe es nie gesehen. Nicht gedruckt. Vielleicht können wir da was vereinbaren, Birdman. Seine Frau will die Scheidung und anschließend seinen Bruder heiraten. Wenn ich die Krankenstation verlassen will, sollte ich lieber die Klingel in meiner Zelle läuten. Sonst merken sie noch, dass ich frei rumlaufe. Okay. Ne, besser ist es. Hast du geklingelt? Was ist mit deiner Lampe passiert? Mir geht's nicht gut. Ich will den Pfarrer sehen. Stirb mir bloß nicht weg, 1229. Was macht das Stadtleben? Hab deine Herzdame bei der Beichte gehabt. Ich weiß, dass du deine Frau liebst. Ich will euch helfen. Ehrlich. Aber Gefangenen zu helfen ist auf dünnem Eis laufen. Ich muss vorsichtig bleiben. Warum sollten Sie uns helfen, Vater? Sagen wir einfach mal, deine Lady hat, gute Argumente. Allerdings. Ich schreib was für sie auf. Sehr gut. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich's ihr ausrichten. Ich verspreche, die Nachricht nicht zu lesen. Da mache ich mir keine Sorgen. Nicht mal Gottes Blick könnte mit dem, was ich geschrieben habe, etwas anfangen. Astaghfirullah. So. Vater. Ich bräuchte ein Buch. Ja? Sie sagten, Sie würden Christine und mir einen Gefallen tun? Nicht so laut. Ich sagte, wenn du was brauchst, irgendeinen Gegenstand oder eine Info, was Harmloses, kein Metall, kein Stoff, dann sag Bescheid und ich sag's deiner Lady. Ich muss weiterarbeiten. Sehr gut. Das brennt mir schon lange in der Seele. Das eine Buch habe ich ziemlich drauf. Wie dem auch sei, glauben Sie, Sie können mir das hier... Sag mir nicht, wofür das sein soll. Ich will es gar nicht wissen. Meine Frau könnte Ihnen helfen, es zu bekommen. Ich werde es ihr ausrichten. Sehr gut. Christine, ich bin froh, dass Sie dem Ruf des Herrn gefolgt sind. Ja, danke fürs Durchstellen. Worum geht's, Vater? Ihr Mann hat gesagt, ich soll Ihnen das hier geben. Was ist das? Eine Büchereikarte? Sieht aus, als wenn er ein bestimmtes Buch sucht. Ich hoffe ja, dass der Herr ihn eines Tages zu dem einen wahren Buch führt. Ihr Mann hat gesagt, ich soll Ihnen das hier geben. Eine Notiz. Danke, Vater. Sie erpressen mich. Wissen Sie noch? Ich habe dieses Verbrechen nicht... Genug der Worte, mein Freund. Genug der Worte. Goldis Vertrag. War Goldi die Meerjungfrau oder war Goldi die Sängerin? Das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls gehen wir erstmal zu Mickeys und lösen den Vertrag auf. Hallo Goldie! Hey Christine!
Willkommen zurück, Christine. Danke nochmal für die Blume. Besser nicht. Das könnte mir helfen gegen... Ich habe deinen Vertrag von Mickey. Du bist jetzt eine freie Nixe. Alle Meere gehören wieder dir. Aber Joe und ich haben was gut bei dir. Versprochen? Geht das in Ordnung? Na, ich hoffe doch. Schauen wir mal weiter. Wir müssen jetzt in den Buchladen. Ich würde gerne noch dem Birdman helfen. Ich suchte ein bestimmtes Buch. Heißt Strouds Vogelkunde. Wirf mal einen Blick in das Regal mit den seltenen Exemplaren. Es gibt das Buch wirklich. Kann ich das anschreiben lassen? Ist sehr cool. Danke. Ist ja cool. Wir wollen jetzt... Wir wollen jetzt nochmal in die Wohnung von Viv. Lesen uns die Nachricht durch. Werd ich mal besser behalten. Joe schrieb... Sag der Sphinx, pack für Mexiko. Benutz erst das B, dann das V, dann das S. Frag V, damit wir über den Draht kommen. Das heißt wohl, er will, dass Viv uns Pässe fälscht. Sehr gut. Zu ihr gehe ich dann als Joe nächstes. Schrieb, sag, frag das. Auf keinen Fall. Nein, nein. Naja. Und schreib mir ein bittersüßes Finale. Keine Bewegung. Joe sagte, ich soll nur Leute an den Kühl... Pack für Mexiko? Passt. Der Schrank gehört ganz dir. Wenn du Joe siehst, sag ihm, wir sind quitt. Okay. Ganz vorsichtig. Ein Safe mit Sprengfalle? Wie zur Hölle soll ich das Ding entschärfen? Sieht aus, als fehlten drei Schlüssel. B, V und S. Joe schrieb, sag der Sphinx. Frag V, das halt... Okay, B, V und S. Wenn ich den Schlüssel... Auf Joes Notiz steht, alles klar, wird gemacht. Yay, da ist es. Das Geld. Scheiße, Joe. Du hättest mir einfach davon erzählen sollen. Oh, die Beute sollte ich nicht einfach mit mir herumtragen. Joe schrieb, ich soll Viv fragen, ob sie uns über den Draht hilft. Ich muss sie fragen, ob sie uns Pässe fälscht. Ich werde das Geld wohl erstmal im Safe lassen und komme später wieder, um es zu holen. Los geht's. Oh, so langsam schwitzt sich ja die Lage zu. Mal schauen, was wir erleben. Oder wie das jetzt alles. Schön, dass du mich besuchst. Ich brauche neue Pässe. Für mich und Joe. Er kommt frühzeitig raus. Bezahl du erstmal deine Miete. Das wird sehr, sehr teuer. Ich verschwinde mal. Nacht, Viv. Danke. Wegen der Miete. Danke.
konnte mich erinnern, dass sie gesagt hat, dass ich damit bezahlen kann. Ich brauche neue Pässe. Für mich und Joe. Er kommt frühzeitig raus. Ich brauche Fotos und Tinte. Typ 32. Ich verschwinde mal. Danke. Ich kenne da jemand. Der kennt sich aus mit Farben. Brauche Koffein. Hey, Tomate. Hast du zufällig noch etwas 32er Tinte? Hier. Das ist die Tinte, die du brauchst. Also ich muss dir nicht unbedingt sagen, dass Joe irgendwas versteckt hat. So affig, dass sie rumrennt und jedem was erzählen möchte. Geh lieber zu Viv's Apartment. Du hier machst den besten ein. Nicht an. Ach so. Ich habe die Tinte und die Bilder von Joe und mir, die du für die Pässe brauchst. Kannst du mir 2 Blanco-Pässe rübergeben? Du hier machst den besten. Hier sind die Blanco-Pässe. Welche Nationalität? Ich hätte gerne einen amerikanischen und einen für Kanada. Viv? Die Pässe sehen fantastisch aus. Trag sie etwas in deiner Handtasche rum und lass sie zerknicken. Okay. Wir haben jetzt alles. Wir haben die Knete. Wir haben die Pässe. Wir haben das Buch. Und wir waren noch nicht beim Pfarrer. Lieber Herr Pfarrer, wir brauchen Ihren Segen. Geben Sie Joe dieses Buch. Sobald er es hat, wird er Ihnen ein Codewort sagen. Fragen Sie ihn nach dem letzten Keks. Nur so weiß ich, ob Sie meinen Anweisungen gefolgt sind. Wenn nicht, wird das der Skandal des Jahrzehnts. Sie sind hartherzig geworden, Christine. Gottes Wege sind unergründlich. Gott will wohl, dass ich Ihnen helfe. Was bräuchte ich denn noch? Sonst war's das, ne? Dann wollen wir mal wieder zurück zu Joe. Deine Lady sagte, ich soll dir das hier geben. Sie sagte, du hättest ein Losungswort für sie, damit sie sicher sein kann, dass du es gekriegt hast. Sie sagt, es geht um den letzten Keks. Gott ist mit jenen, die sich selbst helfen. Fertig mit Beten? Ja, bin ich. Nutz den Notruf nicht ab, 1229. Nutz ihn nicht ab. Was für ein Tritt in die Eier. Hast du gelesen, was sie ihm geschrieben hat? Ich habe, was du brauchst.
Hab gehört, du hast Gaspipe einen Denkzettel verpasst. Du kennst mich. Joe Lyons, verheiratet, wohnhaft in San Francisco. Bewaffneter Raubüberfall auf einem Panzerwagen. Ausbruch aus Leavenworth. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du ganz clever bist. Erlaubnis hereinzutreten erteilt. Ich hab seine... Los geht's. Die Kurbel fehlt. Genau. Jetzt funktioniert der Wagenheber wieder. Junger Mann, wenn du wirklich in die Kerker runterklettern willst, brauchst du mindestens 10 Meter Seil. Aha. Das sind nochmal 2,5 Meter Seil. Gut, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich binde die hier zusammen. Das tut mir jetzt leid, weil der keine Decke mehr hat. Jetzt noch nicht. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf... Keine schlechte Idee. Aber ich behalte meinen Kopf lieber. Der alte Herr Wagenheber würde sich im Grabe umdrehen. Seine Frau will die Scheidung und anschließend seinen Bruder heiraten. Müll. Passt. Muss eins von Bumpys Hemden gewesen sein. Sehr gut. In der Dunkelheit sollten sie drauf reinfallen. Sorry, Kumpel, aber ich muss dich einsperren. Los geht's. Hoffe mal, dir gefällt's hier besser als mir. Oh, wenn sie endlich aufhören würde zu telefonieren! Nicht die denn öffnen? Nein, der Nagel bringt mich hier nicht weiter. Gehen wir zu Birdman weiter. Jetzt aber schnell. Scheint locker zu sein. Sich.